Hermanor, schön, dass Sie heute Abend Zeit gefunden haben für das kleine Interview mit uns. Wir waren gestern schon bei Ihnen zu Gast und durften Ihre großartige und doch auch experimentelle Küche genießen. Vielen Dank dafür, hat uns sehr viel Freude bereitet. Jetzt sitzen wir heute hier, um uns ein bisschen zu unterhalten in den heiligen Hallen eines befreundeten Gastronomen in Karatapienreich. Wir haben uns natürlich im Vorfeld auch mit Ihrer Vita beschäftigt, die einzelnen Stationen angesehen und soweit wir es konnten auch so ein bisschen bewertet. Was würden Sie sagen für sich selber, rückblickend betrachtet, was war die wichtigste der Station, die prägendste? Also ich denke, es gibt keine wichtigste oder prägendste Station. Alle waren für sich, für mich persönlich sehr wichtig, ja, also angefangen mit der Lehre, wo man natürlich Disziplin beigebracht bekommt, die Basics, ja, also sprich, wie stellt man eine Grundschule zum Beispiel her, was sich ein bisschen banal jetzt heutzutage anhört, aber das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Der Ablauf von der Küche, sagen wir mal, alle Posten, eine ganz banale Mousse oder eine Terrine, Pastete etc. Ja, das war eigentlich ganz, ganz wichtig. Dann der nächste Schritt, ich war in München, in einem alten Wirt damals, also nichts Bedeutendes oder nichts Bekanntes zumindest. Ja. Für mich war es aber auch sehr, sehr wichtig, weil ich in jungen Jahren, ich war damals glaube 19, bin ich nach München. Und ich war da Chef Andre mit ihm nach relativ kurzer Zeit. Mhm. Und da war für mich wichtig, Timing, Logistik und diese Massen zu bewältigen. Ja, das war auch wichtig. Dann ging es in die Bühlehöhe oder auf die Bühlehöhe damals. Eigentlich das Bedeutendste oder ja, man muss fast schon sagen, das war die spektakulärste Hoteleröffnung. Ja, in den 90er Jahren. Weil ich das große Glück gehabt, dass ich da arbeiten durfte. Was war da Ihre Position? Ich habe da angefangen als Kommissionmitglied. Quatsch, muss man schneiden. Ich hab da angefangen als Kommi, ganz normal als Kommi. Wurde dann relativ schnell plötzlich wieder Postenchef. Also ich war für den Ordnungskomitee verantwortlich. Und wo ich dann gehen wollte, nach knapp einem Jahr, wurde mir, und da war ich gerade mal 20, den stellvertretenden Sous-Chef angeboten, was für mich schon eine große Ehre war, aber ich bei Weitem noch nicht so weit war, das ist ganz klar. Ja. Aber da habe ich sozusagen diese feine Küche mitgekriegt, sage ich. Mhm. Mal. Dieses wirklich auf den Punkt kochen und die ganzen Details zu anzuwenden einfach. Ja. Das war wichtig. Ja. Und dann kam mit Sicherheit eine Station, die prägend war, alles bis dahin war wichtig, jetzt wird es prägend und das war mit Sicherheit beim Albert Bulle. Ja, ich war 3,5 Jahre da, habe mich ganz normal beworben als Kommi, war dann noch ein paar Wochen Chef de Party und nach einem halben Jahr war ich Sous-Chef. Ja. Da war ich auch noch relativ jung und das war ein Haus, wo 19 Punkte hatte, wo gerade Koch des Jahres wurde und. Das war eine riesen Herausforderung. Ja, Haben Sie sich da ganz normal beworben oder wie lief das? Ich habe mich ganz normal beworben. Ich kann mich noch erinnern, dass ich erst abgelehnt wurde, ja, und dann irgendwann mal mittags einen Anruf bekam und meinen heiligen Mittagsschlaf. Ja, und da war die Frau Mulier dran und bat mich dann zum Vorstellungsgespräch. Das ist selbstverständlich sofort rein. Und da sind wir natürlich dann gegen Ravensburg gefahren und haben wir natürlich sofort angenommen, ist ganz klar. Das war hochinteressant, weil der Albert hat mich, er hat mich geprägt eigentlich, muss man sagen. Ja, er ist ein Künstler. Also Künstler ist immer eigentlich ein komisches Wort, aber er ist wirklich auch so ein Schöngeist. Ja. Und er ist ein hochkreativer Mensch, ja, sehr feinfühlig, sehr detailbesessen schon fast. Ja. Und er hat mir damals den Rücken freigehalten, hat mich richtig irgendwo machen lassen. Und gefördert? Gefordert natürlich, primär und auch gefördert, weil ich war ja vielleicht sogar fachlich in der Lage, das irgendwo hinzukriegen, aber menschlich bzw. mental war ich sicherlich nicht in der Lage, so eine Küche zu führen. Das war unmöglich. Ich war einfach nur von Angst und Panik, dass mir irgendjemand was wegnehmen würde. Gar cholerisch. Irgendwo hatte ich immer
so, dass ich war nicht ausgerichtet, ich war nicht gelassen genug. Mhm. Ich war einfach zu jung, das war ganz klar. Wann haben Sie das denn erstmal realisiert? Viele Jahre später. Ja, das realisiert man also im Zeitpunkt. Man gibt so sein Bestes, man kann nicht sagen, ich bin heute cholerisch oder ich habe das heute nicht im Griff. Das kann man zu dem Zeitpunkt, wo man es ist, stellen wir es natürlich nicht fest. Man will ja wirklich das Beste machen und verrennt sich da in Situationen, wo man gar nicht kannte vorher. Ja, und das nimmt sich ja, klar, das ist ein dummes Wort, aber das ist Erfahrung. Ja. Mhm. Wenn wir zurückdenken, dann denke ich mir, was warst du für ein Vollidiot? Ja. Aber ich glaube, das muss man einfach mal. Das gehört jetzt auch zu der ganzen Entwicklung. Ja. Wenn ich da kurz einhaken darf, Sie sind ja heute im Prinzip als der Modernist in Deutschland bekannt. Also man sieht es Land auf Land ab in den Fernsehsendungen, die über Sie zusammengestellt werden. Und man spricht von Ihrer modernen, sehr stark experimentell geprägten Küche auch. Wir haben gestern natürlich gesehen, dass nichtsdestotrotz die Klassik ganz stark präsent ist am Tisch. Also die gesamten Hauptgerichte, das sind ja klassische Gerichte, die vielleicht dann so einen modernen Touch haben. Aber wenn Sie jetzt an Ihre prägendste Station zurückdenken in Ravensburg, würden Sie sagen, dass Ihr Chef damals der Mann war, der Sie auch in diese Richtung gebracht hat, ja, der letztendlich verantwortlich dafür war? Er ist schon wieder. Okay. Also sagen wir mal so, diese erste Stufe natürlich, ja, dass man da natürlich die Küche nicht nur als sattelmachendes Instrumentarium. Ja, oder Objekt, was zumindest Küche auch noch viel, viel mehr ist, ja, dass man so eine Küche ausleben kann, dass man mit Küche auch Leute glücklich machen kann. Und sich natürlich parallel auch, das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde nie irgendwas kochen, nur damit die Leute glücklich sind. Ich muss abends zufrieden sein. Ja. Und deswegen ist es eigentlich uns und all meinen Leuten auch relativ egal, ob wir jetzt 14, 15 oder 16 Stunden arbeiten. Das interessiert niemand. Wenn wir abends rausgehen können, dann boah, super. Ja. Er ist mit Sicherheit schon dafür verantwortlich, dass ich die Küche dann irgendwie auch anders gesehen habe. Dass es irgendwie nicht ein Job war, sondern auch eine Möglichkeit, eine Chance. Herausforderung, ja. Möglichkeit, Chance, Herausforderung letztendlich schon, mehr draus zu machen. Ja? Um nicht irgendwann mal als Küchendirektor in irgendeine Kantine zu enden oder sonst was. Ja? Also das war im Prinzip dieser Turning Point, wo Sie das Ganze ein bisschen anders sehen. Der erste, ja, definitiv, ja. Turning Point ist übrigens eine ganz interessante Geschichte. Auf der Bühlerhöhe gab es also eine Personalkneipe irgendwo mitten im Schwarzwald, die hieß Turning Point. Ja. Erfahren wir auch noch, was da alles abgelaufen ist oder unterliegt das der Geheimhaltung? Ja, das, alle, die das jetzt sehen, die wissen und kennen das Turning Point und das bleibt unbedingt. Wir hatten gerade die Erfahrung als Stichwort, als die jetzt Komponente, die aus einer Zeit hervorgeht oder die man retrospektiv so bewertet. Gibt es Modernität ohne Erfahrung aus Ihrer Sicht? Geht das? Weil wir erleben ja heutzutage viele Küche, die das oder Küche, die das Etikett sich anheften und die vielleicht ganz jung da rein starten. Also ich behaupte definitiv nicht oder ich sage nein, auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen angreife, aber es geht ja gar nicht. Ja? Um irgendwie eine Moderne zu schaffen, muss ja irgendwo eine Klassik vorhanden sein. Mhm. Ja. Das ist wie eine Automobilindustrie oder eine Architektur oder sonst wo. Ja. Das geht gar nicht. Ja. Mit Sicherheit kann man heutzutage sich in den Buchhandel oder im Internet irgendwelche Bücher bestellen, allen voran natürlich von Ferdinand Adrian, und dann in die Apotheke rennen oder mittlerweile kriegt man das ja fast an jeder Ecke, sich die ganzen Zutaten. Da nicht unbedingt, aber unweit vom Bahnhof. Und dann kann man sich natürlich gewisse Gerichte konstruieren oder basteln. Aber darum geht es ja gar nicht. Ja, also es geht ja nicht um Effekte etc. Und außerdem muss man natürlich, bevor man eine Textur verändert, ja, muss diese erstmal schmecken. Ja.